Archivalia lesen. Leserinnen und Leser werden also den Beitrag schon kennen und Sie können das auch dann in dem Weblog den Beitrag noch nachlesen. Zunächst einmal ein paar Zahlen. Archivalia steht im Juni 2011 auf Platz 3 der deutschsprachigen Wikio-Blog-Charts im Bereich Wissenschaft und kann als das führende deutschsprachige Geschichtsblog gelten. Archivalia wurde von mir begründet und ist seit dem 5. Februar 2003 online. Es gibt insgesamt gut 19.000 Beiträge, etwa 6 pro Tag im Durchschnitt also, und über 7.000 Kommentare seit 2003. Ich habe eine Woche im Juni ausgezählt. Da wurden 117 Beiträge geschrieben, also etwa 16 pro Tag. Die Quellen, meine Quellen sind überwiegend RSS, manchmal auch Twitter und selten Facebook, ganz wenig Druckveröffentlichungen. Archivalia ist von Anfang an ein Gemeinschaftsweblog gewesen. Von den genannten 117 aktuellen Beiträgen stammen 33 von dem Siegener Kreisarchivar Thomas Wolf, 3 von Rechtsanwalt vom Hof in Madrid und weitere 3 von je einem Stadtarchivar, einem anonymen regelmäßigen Beiträger und einem Archäologiewissenschaftsblogger. Archivalia hat schätzungsweise mehrere hundert Besucher pro Tag. Laut Google Reader beziehen 374 Abonnenten den RSS-Feed. Hinzu kommen 13, die nur die Rubrik Open Access und 21, die nur die englischsprachigen Beiträge in der English Corner abonniert haben. Es gab eine Umfrage, an der sich 180 beteiligt haben. Etwa 3/4 der Leser kommen aus Deutschland. Falls unter den 5 von den 180 Franzosen, die aus Kontinentaleuropa kamen, Franzosen sind, dann wurde das jedenfalls nicht extra ausgewiesen. Man kann also sagen, in Frankreich wird Archivalia so gut wie nicht wahrgenommen. Anzahl der wegen Archivalia von mir geführten Prozesse: 3, Amtsgerichte Regensburg, Siegburg und Trier, 2 Vergleiche, 1 Sieg. Archivalia wird zunehmend auch in gedruckter Literatur zitiert. Im November 2010 haben 154 Personen Archivalia Schulnoten, deutsche Schulnoten, vergeben. Sehr gut, also 29% gut, ca. 30%, also zusammen etwa 60%, befriedigend 15% und ausreichend bis ungenügend rund 26%. Es lesen nicht nur Archivare Archivalia, sondern es sind also nur knapp 30% Archivare und Archivarinnen auch nach einer solchen freiwilligen Online-Umfrage. Unter den 25 meistgelesenen Beiträgen, die die Weblog-Software sozusagen ausweist, gibt es 3 Top-Ereignisse. Erstens den Karlsruher Handschriftenstreit Ende 2006. Zweitens der Einsturz des Kölner Stadtarchivs im März 2009 und zuletzt die Affäre Gutenberg im Februar dieses Jahres. Da ist auch Archivalia einmal in Spiegel Online verlinkt worden. Auf Platz 1 dieser ewigen Bestenliste steht ein schon 2003, also ganz am Anfang, geposteter Beitrag zur Digitalisierung alter Drucke, deutsche Drucke des 16. Jahrhunderts, im www und es gibt also ganz viele Beiträge, die sich mit digitalen Bibliotheken bzw. Retrodigitalisierung und digitalen Sammlungen beziehen. 3 dieser 25 Beiträge beziehen sich auf Open Access. Ich selbst verstehe Archivalia als eine Art Sturmgeschütz von Open Access.
Auf Platz 13 steht ein Beitrag zu Kulturgutverlusten, also beispielsweise Hofbibliothek Donaueschingen und Ähnliches. Ein weiteres Thema, das ich durchaus mit Sendungsbewusstsein bearbeite. Überhaupt tritt man Archivalia nicht zu nahe, wenn man behauptet, dass es streitbar und meinungsfreudig ist. Ich komme nun zu meinem zweiten Teil, wissenschaftliche Inhalte in Archivalia. Diese stammen, abgesehen von spärlichen Kommentaren, alle von mir. Es sind im Wesentlichen drei Gruppen, die man als wissenschaftlich bezeichnen kann. Diverse Vortragsvolltexte, beispielsweise ein Vortrag Mythos Staufer, den ich dann oder der dann erheblich gekürzt in der Schwäbischen Heimat, der Vereinszeitschrift des Schwäbischen Heimatbundes wieder abgedruckt wurde oder da abgedruckt wurde. Allerdings musste da eben gekürzt werden und es gibt natürlich nicht die Möglichkeit, Links zu Online-Quellen zu legen, aber es konnte eben dann in der Druckversion auf die vollständige Version verlinkt werden. Und das Dritte sind Miszellen, also kleine Beiträge, insbesondere zur Kodikologie, also zur Handschriftenkunde etwa aus dem Jahr 2010, die bislang unbekannte älteste Handschrift der Vita Heriberti des Rupert von Deutz in der Hofbibliothek Sigmaringen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man sicherstellen, dass diese Beiträge, wenn man sie jetzt nun zitieren will, bestehen bleiben. Dazu empfehle ich, oder es zum Teil habe ich es auch selber schon durchgeführt, die Archivierung über webcitation.org, vor allem von kanadischen Medizinbibliotheken getragenem Projekt, das es eben ermöglicht, bestimmte Webinhalte für wissenschaftliche Zwecke dort speichern zu lassen und dann eben einen Link drauf zu legen. Denn es kann natürlich ohne weiteres sein, dass Archivalia aus irgendwelchen Gründen außerhalb meiner Macht von einem Tag auf den anderen aus dem Netz verschwindet. Ich nütze Archivalia eben auch, um bestimmte wissenschaftliche Themen voranzutreiben, beziehungsweise da kleine Bausteine und Mosaiksteine zu veröffentlichen, etwa im Bereich der Erforschung eines Herolds aus dem 16. Jahrhundert, Georg Rüxner, habe ich also über 40 Beiträge seit 2008 zu diesem Thema geschrieben und es gibt eben auch noch Rezensionen, das heißt also, ich versuche dann Bücher anzufordern von Verlagen und bespreche die dann in Archivalien. Archivalia, das ist also bisher gut 40 Mal erfolgt. Zum Vergleich, andere Wissenschaftsblogs aus dem Bereich Geisteswissenschaften, Geschichtswissenschaften im deutschsprachigen Bereich sieht es da natürlich sehr mau aus. Sieht man also von dem Weblog von Haber und Hodel aus der Schweiz ab, das sich allerdings eher mit konzeptionellen, methodischen Fragen beschäftigt. Könnte man vielleicht das auch von mir wesentlich begründete Weblog der Arbeitsgemeinschaft Frühe Neuzeit nennen? Dort ist ein Beitrag von einer Kollegin oder Bekannten zu historischen Schulbibliotheken zu finden und zwei Beiträge von einem Mitarbeiter des Historischen Instituts in Aachen, Frank Pohle, einmal zu einer übersehenen Quelle zur Geschichte eines Aachener Klosters in der frühen Neuzeit und dann auch Nachträge von ihm zum nordrheinischen Klosterbuch. Also durchaus auch Beiträge mit einem wissenschaftlichen Anspruch, die kleine Ergänzungen zur Forschung liefern. Oder ein sehr interessantes Projekt ist das Blog eines Inkunabel-Katalogisierungsprojekts in Cambridge,
ein Beitrag, der eben einen besonders interessanten Neufund zu einem italienischen Humanisten hervorstellt. Und in anderen Kontexten, etwa Informationswissenschaft, gibt es also durchaus Blogs, auch deutschsprachige Blogs, in denen eben Debatten ansatzweise geführt werden, etwa aktuell ein Diskussionsbeitrag zum Stand der Informationswissenschaft. Insgesamt ist das natürlich genau das Konzept einer Liquid Publication, wie wir es gerade gehört haben. Die üblichen Papiere sind eben zu groß und zu steif, und gerade das Medium Weblog kann hier wirklich heilsam sein. Und ich kann da nur appellieren, eben nicht nur Kommentare in Rezensionet zu schreiben, sondern auch in Archivalia nicht nur Kommentare, sondern auch wissenschaftliche Beiträge oder beispielsweise auch im Weblog der AGFNZ, das ich erwähnt habe, wenn man jetzt nicht auf Archivalia so steht, dort unterzubringen. Und mein letzter Teil ist, dass ich eben dieses wissenschaftliche Potenzial von Weblogs unterstreichen möchte. Man kann natürlich sagen, das ist sehr ambitioniert. Die meisten Weblogs teilen ja einfach nur bestimmte Neuigkeiten mit. Und diese Kategorie des Neuen ist natürlich sowohl für die Wissenschaft als auch für Weblogs essentiell. Aber im naturwissenschaftlichen Bereich geht es eben oft darum, dass man populärwissenschaftlich in Blogs über neue wissenschaftliche Ergebnisse berichtet. Aber ich denke, gerade Blogs eignen sich anders als die Wikipedia auch für Original Research, also für durchaus Mitteilung neuer Erkenntnisse, wenn auch nicht in Form großer Bücher und umfangreicher Artikel, sondern eben auf einem sehr bescheidenen und vor allem kurzen Niveau. Also Blogs sind natürlich immer auch zu sehen als Neuigkeitenmedien im Kontext eben von anderen bereits schon zur Genüge heute genannten Medien, Twitter und Facebook oder auch Mailinglisten. Ich selber bin also sowohl auf Twitter als auch auf Facebook und betreibe seit dem Jahr 2000 eine wissenschaftliche Mailingliste zur Hexenforschung. Also ich weiß durchaus, wo die einzelnen Foren und sozialen Netzwerke Vor- und Nachteile haben. Man muss natürlich sagen, Weblogs sind nicht qualitätsgesichert. Das gilt aber genauso für den analogen Bereich von Büchern in manchen kommerziellen Verlagen, wo man ja auch zum Teil ziemlichen Schrott antrifft. Überhaupt, ich habe es ja vorhin in der Diskussion schon gesagt, für mich ist die Qualitätssicherung bzw. das Pochen auf Peer Review auch im Open Access Kontext in gewisser Weise ein Fetisch, denn ich vertrete die Position, bei guter Wissenschaft ist es egal, wo sie erscheint, also zur Not auch in Archivalia. Entscheidend ist die Beurteilung des Forschers, bietet der Text ihm etwas Verwertbares? Wenn ja, dann muss er ihn verwerten und zitieren. Man kann also nicht sagen, bäh, diese Online-Quellen, die sind alle nicht zitierfähig, sie aber dann trotzdem benutzen, denn das führt uns dann wieder in diese Plagiat- und Gutenplag-Problematik. Wenn man etwas gut findet und etwas verwertet, dann muss man es auch zitieren. Und wie gesagt, ich möchte nochmal hervorheben, durch dieses Angebot Web-Citation.org ist es ohne weiteres möglich, eben auch dauerhaft hier diese Beiträge der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu halten. Also gerade eben der organisatorische Hintergrund dieses Projekts lässt mich einigermaßen zuversichtlich sein, was jetzt die Langzeitarchivierung hier angeht.
Ein weiterer Punkt, es sind ja doch nicht alles Meistererzähler. Blogs könnten in einem Wissenschaftsbetrieb, der das gesunde Mittelmaß hinreichend gutiert, belebend wirken. Also mir geht diese ganze Exzellenz, dieses ganze Exzellenzgeseire auch ziemlich auf den Senkel, um es mal drastisch zu sagen. Alte Handwerksbräuche wie das Miszellenwesen lohnen durchaus eine Revitalisierung. Wenn man sich also in Zeitschriften des 19. Jahrhunderts anschaut, da gibt es durchaus Beiträge, die sind 5 Zeilen lang. Also da gab es wirklich ganz kleine Splitterfunde und Splittermitteilungen, die natürlich heute unglaublich schwierig auch zu bibliografieren sind, die oft auch übersehen werden und wurden und die im Grunde genommen erst durch die Retrodigitalisierung, durch die Möglichkeiten des Volltextes hier eigentlich ein neues Leben bekommen. Ist der Anteil von Retrodigitalisaten unter den herangezogenen Quellen hoch, ist es völliger Unsinn, die Möglichkeit direkt auf diese Belege zu verlinken oder auf Open Access aktuelle Forschungsartikel durch eine ausschließliche Druckveröffentlichung zu verschenken. Also ich denke auch nicht, dass sich da sehr viel tut mit QR-Codes und ähnlichen Mitteln, dass man einfach mit einem Scanner auf eine gedruckte Publikation hält und dann sozusagen sofort hier den entsprechenden Link hat, denn das ist also neuen Wein in alte Schläuche füllen. Einzelne Blogbeiträge können auch mit einem Netz von Querverweisen verknüpft werden. Es entsteht dann ja durch die Suchfunktion entsteht dann ein größerer Beitrag aus Einzelbeiträgen und es können natürlich auch zwischen einzelnen Blogs dann entsprechende Diskussionen stattfinden. Also auch die nicht nur zu eigenen Beiträgen, sondern eben zu fremden Beiträgen. Also es gab durchaus ja auch schon ein kleines Ping-Pong, wenn auch zu Blogosphäre relevanten Fragen. Etwa also auch im Zusammenhang eben mit Auseinandersetzungen über Besprechungen von Blogs, etwa durch Studierende. Ein Zitat von Anton Tantner, ebenfalls einem Blogger: Der spezifische Nutzen von Weblogs, insbesondere für die Wissenschaften, liegt wohl darin, dass sie Aufmerksamkeit für ausgefallene, abseitige Themen generieren und vielleicht dazu beitragen, diese Themen, wie Valentin Gröbner es formuliert hat, wie Hefepilze oder Bakterien in traditionelle gelehrte Milieus zu injizieren. Und abschließend: Wir brauchen dringend einen neuen Kult des Fragments, den Mut, auch mit Unfertigem die Wissenschaft voranzubringen, und dafür eignen sich Weblogs bestens. Ob derlei wirklich karrierefördernd ist, steht dahin. Aber ob der eigentliche Sinn von Wissenschaft darin besteht, die Karriere der Wissenschaftler zu fördern, diese Frage werden stromlinienförmige Flaneure sicher ganz anders beantworten als Netzbürgerinnen, die gemäß den Grundsätzen von Web 2.0 gemeinsam Wissen schaffen wollen. Vielen Dank.